Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus der Reihe Einstieg in die Extension-Programmierung für Turbo 3. In dieser Folge erstellen wir ein einfaches Backend-Modul mit einer Hello World-Ausgabe. Wir wollen zunächst einmal klären, was Backend-Module in Turbo 3 genau sind. Dazu gehen wir in das Turbo 3 Backend. Hier sehen wir auf der linken Seite diverse Menüpunkte, zum Beispiel Page, View, List und viele mehr. Jeder dieser Menüpunkte sind im Prinzip Backend-Module. Backend-Module sind also nichts weiteres als Funktionen, die man aus dem Backend heraus ausführen kann. Und diese werden wiederum hier in der linken Seite angezeigt. Diese Links sind unterteilt in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel Web, Site-Management, File, Admin-Tools, System und ein weiterer Bereich findet sich hier oben, User. Das sind die sogenannten Modulpositionen. Jedes Backend-Modul muss einer dieser Modulpositionen zugewiesen sein. Das Erstellen eines Backend-Moduls ist ähnlich dem eines Frontend-Plugins. Wir müssen das Modul registrieren und dann schließlich ausprogrammieren über das MVC-Modell. Für Backend-Module muss man lediglich bestimmte Dinge beachten, weil die sich im Vergleich zu Frontend-Plugins unterscheiden. Gehen wir dazu mal in die IDE. Dann registrieren wir erstmal ein Backend-Modul, was wir dann noch erstellen, beziehungsweise was ich schon erstellt habe und hier nochmal durchgehen, wie ich das gemacht habe. Wir beginnen mit der Registrierung des Backend-Moduls. Das macht man in X-Tables und hier gibt es die Funktion innerhalb der Extension Utility Klasse RegisterModul. Diese Funktion nimmt einige Eingangsparameter. Der erste ist der Name der Extension, wobei der Wendename wird dann mit Punkt und dann der eigentliche Extension-Name. Dann muss man hier auswählen, welche Modulposition man dieses Modul platzieren möchte. Dann bekommt der Name des Backend-Moduls. Hier kann man dann mal Einfluss auf die Position innerhalb dieses Bereiches nehmen. Ich habe das hier leer gelassen, damit dieses Backend-Modul am Ende innerhalb der Modulposition Web eingefügt wird. Danach kommen zwei Arrays, die das erste beschreibt die Controller-Action-Paare. Hier haben wir nur einen Controller, Backend und eine Action-Funktion Hello World. Und das zweite Array bezieht sich auf die Konfiguration des Backend-Moduls. Hier einmal ist geklärt, wer Zugriff darauf hat, wie das Icon aussieht und wie das Label ist von dem Backend-Modul, das man ja dann als Menüpunkt im Backend sieht. Und damit ist die Registrierung prinzipiell abgeschlossen. Ich habe hier mir noch erlaubt, eine If-Bedingung zu machen, denn dieser Code soll nur ausgeführt werden, wenn man sich im Backend befindet. Damit ist das Modul fertig registriert. Wir können es hier schließen und das Modul ausprogrammieren. Wir beginnen wieder mit Controller-Part. Wir hatten ja gesagt, es gibt einen Backend-Controller. Den habe ich hier erstellt. Der leitet genauso von den Action-Controller ab wie auch die normalen Frontend-Controllern. Die Besonderheit hier ist, dass man die Klassenvariable, die das Template View beschreibt, auf einen anderen Wert legt, nämlich dem eines Backend Template Views. Und dann letztendlich die Action-Funktion. Damit haben wir, ist der Controller fertig. Er soll nichts Besonderes machen, sondern einfach nur initialisiert werden und weder Sachen aus der Datenbank lesen noch Dinge an die View weitergeben. Wichtig ist eben hier nur, dass man Backend Template View hier zuweist, da die View eines Backend-Moduls, wie gesagt, etwas anders ist wie beim Frontend-Plugin und damit haben wir das geregelt. Jetzt können wir die Template-Datei erstellen. Auch die werden wir platzieren unterhalb von Resources Private natürlich und hier bei Templates. Und hier wollen wir das einmal unterscheiden zwischen Frontend und Backend, deswegen erstellen wir hier einen Zwischenordner Backend. Und hier kommt dann die letztendliche Template-Datei für den Backend-Controller und die heißt Hello World. Hier werden wir jetzt mal einige View-Helper definieren, die wir so bei Frontend-Plugins nicht haben. Das sind alles für die Backend-Module gedacht, außer hier der Default-Namespace natürlich, aber bezogen hier auf den Backend-View-Helper, Backend-User und bezogen hier auf den Core. Dann gibt es noch die Besonderheit, dass Backend-Module Leo-Dateien benutzen sollten auf jeden Fall. Deswegen lade ich hier eine Leo-Datei namens Backend. Die können wir ja schon mal aufmachen. Die wird sich auch hier im Layouts-Ordner befinden und heißt dann eben Backend.
und binde dann zwei Sections ein, die Headline und Content. Das sind zwei Sections, die es im Backend-Module gibt. Die Headline beinhaltet in der Regel die Überschrift des Backend-Moduls und der Content der eigentlichen Inhalt des Backend-Moduls. Das ist dafür da, dass jedes Backend-Modul ein ungefähr gleiches Look and Feel im Typo 3 besitzt, da das hier eher ein homogenes System darstellen soll. Und wir geben einfach nur einen festen Stringwert aus, nämlich Hello World. Dass wir die Template-Dateien jetzt hier abgelegt haben unterhalb vom Backend-Ordner, ist nicht Typo 3 spezifisch, deswegen müssen wir die nochmal angeben, ähnlich wie beim Frontend-Plugin, wo die Template-Dateien und des Backend-Moduls sich befinden. Noch das geschieht in der TypoScript-Datei. Hier öffnen wir Setup. Und hier sehen wir dann die Modulkonfiguration, zusammengesetzt aus Modulpunkt, dann TX-Unterstrich, dann kommt Name der Extension, Unterstrich Name der Modulposition und dann der Name des Moduls. Dann kommt hier noch der Futile. Und hier haben wir zwei Bereiche. Einmal jeweils Index 0, also als ersten Eintrag als Verzeichnis, kommt unsere Extension rein. Und innerhalb von Resources Private jeweils Unterordner Backend, Backend, Backend. Das heißt, wir hätten auch hier einen Unterordner Backend haben können. Dafür habe ich mich dagegen entschieden. Es gibt hier noch eine zweite Position, wie man mit Konstanten einen spezifischen Ordner angeben kann. Jeweils für Template, Partial und Layout Path. Und hier habe ich mich entschieden, diese wie folgt anzugeben, nämlich so, wie wir es gerade gemacht haben. Die Template Root Path ist bei Templates, also hier grundsätzlich keine Unterscheidung zu Frontend und Backend, damit alles einheitlich in einem Ordner ist. Und das gleiche gilt auch für Partial und Layout Root Path. Die starten alle da, wo auch die Frontend-Plugins starten, damit wir hier alles zentral haben. Und damit findet er auch Typo 3 unsere Ordner. Dann hier kommen wieder die Namen der Controller, Backend, Backend und dann Namen der Action-Funktion, Hello World. So setze ich das hier zusammen. Und damit sind wir auch schon fertig. Du siehst prinzipiell nicht viel anders zu Frontend-Plugins, man muss andere Viewer bedienen, weil die Template-Ausgabe etwas anders ist. Und auch in der Programmierung gibt es natürlich diverse Unterschiede, auf die wir jetzt nicht eingehen wollen. Wir gehen jetzt ins Backend und schauen uns an, was passiert. Also wenn man dann den Cache gelöscht hat, erscheint hier bei unter Web ein neuer Menüpunkt, nämlich Stately Example. Das ist das Backend-Modul, das wir gerade gesehen haben. Und wenn wir darauf klicken, kommt auf der rechten Seite der Inhalt des Backend-Moduls. Hier oben befindet sich die Headline-Section und hier der Inhalt-Section, wo wir eben nur Hello World ausgeben. Und so einfach ist es, eine Basis für ein Backend-Modul zu erstellen in Turbo 3. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn ja, lass mir ein Like da. Wenn du mehr von mir sehen willst, dann abonniere meinen Kanal und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.